So, ja, da sind wir wieder. Zurück bei Little Big Adventure. Ich habe mir jetzt tatsächlich ein kleines bisschen Hilfe geholt. Und es ist tatsächlich echt simpel. Es ist wirklich echt simpel gedacht. Oh, Moment. Und ich habe mir auch noch ein bisschen mehr Hilfe geholt. Und zwar, wenn man jetzt die Gegner einmal so ein bisschen ihnen entgegenläuft. Und dann so, wenn man die so zweimal angreift, also wenn die einem zweimal angreifen oder so angreifen lassen. Oh, gut, das funktioniert nicht bei allen. Nicht bei allen Gegnern funktioniert das in Ordnung. Dann greifen die einen irgendwann nicht mehr an. Na toll, jetzt habe ich mein Leben verloren wegen dir. Ganz toll. Doof, Mann. Ich laufe mal hier jetzt an denen vorbei, weil ich muss jetzt nämlich, genau, hier einmal vorbei. Muss ich hier vorbei? Nein, ich muss nicht hier vorbei. Oh, falsch gelaufen. Ich muss einmal zurück in die Altstadt. Upsa, so. Und ich muss einmal zu diesem Wasserturm. Ich habe nämlich schon längst einen Gegenstand, der mir hilft, das Wasser hier auf der Hauptinsel wieder zu verbessern. Und ich wusste nicht, dass gerade dieser Gegenstand dafür notwendig ist, aber okay. Ich werde mich dann jetzt einmal, ja, ganz mal kurz hier, einmal anschleichen und zum Wasserturm gehen. So. Und zwar, ich habe ja, Moment, ich habe ja hier dieses Sirup, ne? Und dieses Sirup, das kann man, wie ich fast schon vermutet hatte, irgendwas muss man in diesen Kanister schmeißen, damit es halt wieder besser wird. So, und jetzt können wir es hier nämlich benutzen. Zack! Und da ist nämlich die Lösung. Es ist eigentlich so simpel, aber es stand halt nicht drinne, was man machen kann. So, wir haben jetzt das Wasser wieder verbessert. Und das sollte an und für sich jetzt des Rätsels Lösung sein, die wir jetzt auch in der Bibliothek gebraucht hätten. So, ich nehme jetzt hier noch ein bisschen die Kasche mit. Oder Kasches. Kasches. Also Kasches, ich würde sagen, ist die Mehrzahl. So, jetzt kann ich wieder zurück zur Klumpfußstraße. Und kann jetzt einmal mit den guten Leuten von der Bibliothek reden. Ah, das ist hier ein kleines bisschen buggy, aber ist okay. Jetzt muss ich erstmal dem hier ein bisschen ausweichen. So. Okay, dann gehen wir jetzt zurück zur Bibliothek. Das Wasser ist gereinigt. Und jetzt sollte uns die gute Dame dort einmal helfen können, etwas über die Sandals herauszufinden. Damit geht es jetzt nämlich wirklich weiter. Ich muss jetzt einmal hier entlang. Gehen wir jetzt einmal wieder zurück in die Bibliothek. Ja, komm. So. Gehen wir mal rein. So, der lässt uns jetzt in Ruhe. Und wir gehen jetzt einmal zu ihr da oben hoch. Ich hoffe, das hat jetzt schon ausgereicht. Das Wasser sah jetzt ja schon ein bisschen anders aus. Wait, Hallöchen. let me taste the water. Ja, gern. Sehr gern. Hello, Pages. Bob sent me. I'm looking for documents about the Sandals. Wait, let me. Achso, ja gut, ich lasse dich das Wasser probieren. Gehst du da jetzt an den Eimer oder wo gehst du jetzt hin? Ach so, hier zu diesem Brunnen. Ah, okay, aber wir haben jetzt. Jetzt kommen wir weiter. Gott sei Dank. Mal sehen. Und? Ist es Great! besser? The water tastes better now. That sweet flavor is wonderful. Let me thank you by showing you some very old documents about the Sandals. But shh, I'm taking a big risk. Ich werde nichts verraten. Perfekt. Wir kommen endlich weiter.
Ja, super. Und da hatte ich schon die ganze Zeit diesen Sirup in der Tasche, den ich ja aus der Apotheke in der Zitadelleninsel hatte. Oh Mann. Das war doch ein wenig sehr leicht, aber manchmal kann man gar nicht so weit denken, so einfach um die Ecke denken, wie man, also ja. Ich will es dann dauernd entschuldigen dafür, dass ich halt das Spiel noch nie gespielt habe, aber ja, ich hätte natürlich auch so weit denken können oder müssen oder naja. So, jetzt dürfen wir hier endlich in diese geheimen Räume zu diesem alten Buch, was dort liegt. Und endlich können wir herausfinden, wer oder was die Sendels sind. Na, mal Who are sehen. the Sendals? No one seems to have the answer. It appears that knowledge of their existence has been passed down through generations of Quetches. These Quetches write in an indecipherable language, the language of the wizards, and they're rumored to possess magical powers. I'm certain Hegesippa is a descendant of this lineage. He claims he heard voices of mysterious beings residing deep within the planet. According to him, the Sendels protect us. I'm determined to unravel this mystery. I've heard that Hegesippa often visits the White Leaf Desert. I'm convinced he has some sort of hideout there. I'm entrusting you with the library. Take care, Aurora. Also, wer sind die Sendels? Niemand scheint die Antwort zu kennen. Offenbar wurde das Wissen über sie von einer Generation Quetschen auf die nächste weitergegeben. Diese Quetschen schreiben in einer nicht identifizierten Sprache der Zauberer, und angeblich haben sie Zauberkräfte. Ich bin mir sicher, dass Hegesippe von ihnen abstammt. Er behauptet, die Stimmen mysteriöser Wesen zu hören, die tief im Inneren des Planeten hausen. Ihm zufolge beschützen uns die Sendels. Ich bin fest entschlossen, dieses Geheimnis zu lüften. Ich habe gehört, dass Hegesippe oft die Wüste des leeren Blattes besucht. Bestimmt hat er dort irgendeine Art von Versteck. Okay, gut. Also müssten wir jetzt zur Wüsteninsel. Ich danke dir auf jeden Fall. Das hat mir gerade echt weitergeholfen. Auf jeden Fall ein wenig. Jetzt ist nur die Frage, hier kommen wir ja gerade nicht wirklich weiter, da uns ja diese Karten fehlen. Was heißt, wir müssten uns vielleicht jetzt einmal. So, den verhaue ich einmal ganz kurz. So, okay. So, da laufe ich einmal ganz kurz weg. Jetzt macht er gar nichts mehr. Also ist es bei einigen Gegnern tatsächlich so, dass die dann auch gar nichts mehr machen und wir sie dann einfach so wieder verhauen können. So, den Deko hier, den. So. Und weg mit dir. So, dann kann ich jetzt nämlich hier nach oben. Ich schaue mal gerade. Hier oben bekomme ich ja Fahrkarten. Ob ich von hier aus auch zur Wüsteninsel komme? Hello, Hallo. have you heard of the Sendels? We definitely shouldn't talk about this. It'll cost you 30 caches to wipe this discussion from my memory. Oh, ist ja gut. Aber Hello, mehr redest du have mit? you heard of the Sendels? Nee. We definitely sh Damit mehr redet er Hello, mit mir have nicht. you heard of the Okay. Sendels? Sorry, Mommy says you should never talk about the rebels. She says they're dangerous. But I dream of being one. I don't like Fungfrock. Eigentlich bekommt man hier normalerweise die Fahrkarten. Aber nun gut, vielleicht auch nicht. Ja, das ist jetzt erstmal ein kleiner Fortschritt gewesen. Jetzt noch kein großer, aber wir müssen irgendwie jetzt zur Wüsteninsel. Ach, ich habe ein Fährenticket. Ach so, habe ich ja schon.
Hallo. Do you know anything about the Sendels? Sendels? Never heard of it. All aboard. Komm, geht's jetzt wieder zurück zur Zitadelleninsel oder geht's jetzt weiter? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Oder soll ich vielleicht? Okay, arme Twinsen. Achso. Also ich komme hier nur wieder zurück zur Zitadelleninsel. Nicht weiter. Aber vielleicht bringt mich ja der andere Kapitän weiter. Oh, wartet mal. Hello, do you know anything about... I don't know what that is. If you're still interested in boarding the ferry, I can offer you tickets for just 5 caches. I print them myself. Besser als jetzt irgendwie noch, also 5 Caches oder 30 Caches, ne? Das ist schon ziemlich happig. Das ist schon echt Caches, echt happig, nicht Caches, sondern happig. Ich gehe mal, ich werde mal mit dem Miniboot, mit diesem Auto, werde ich mal, werde ich mal, ja. Achso, von hier aus komme ich wirklich nur zur Zitadelleninsel. Vielleicht mit dem anderen Boot, mit dem anderen Boot, mit dem Kapitän. Vielleicht komme ich mit diesem zur Wüsteninsel, um dort erstmal weiterzumachen. Dann, so haben wir wenigstens erstmal einen kleinen Anhaltspunkt. Ich bin mal gespannt. Ich will's probieren. Moment, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz... Okay, hier bin ich. Der rennt hier jetzt gerade ein bisschen rum, aber... Gut, lässt mich größtenteils zumindest in Ruhe. So. Hier ein wenig drumrum laufen, den ganzen Gegnern etwas aus dem Weg gehen. So, das passt. Ich habe Gott sei Dank noch genug Sprit. Where should I go now? Zum Hafen von Beluga. So. Wunderbar. Mal sehen, vielleicht bringt mich der Fischer ja hin. Hallo. Have you heard of the scent? I don't know, but if Bob sent you... Ja, zu White Leaf Desert. Zur Wüste des leeren Blattes. Ja, perfekt. Na dann, Schiff Ahoi und weiter geht's. Mit dem kleinen süßen Kutterchen noch, ist es niedlich. So, wir sind da. There are treasures hidden in a temple somewhere in this desert. Wir sind jetzt also auf... Oh Gott, jetzt... Also das ist jetzt ein bisschen... Okay, das ist jetzt ein bisschen gemein. Ja, wir laden gerade nochmal. Wir kamen ja gerade Gott sei Dank an. Heißt, Quicksave wurde ja gerade gemacht. Ich hatte mich auch gerade ein kleines bisschen verdrückt, bin ich ehrlich. Ja, so und hopp und hepp, so... Och du meine Güte, da geht's ja schon wild los hier. Uiuiui. Ich bin doch gesprungen. Ach nö. Von da aus komme ich aber nicht rüber, ne? Ja. Überspringen kann ich's nicht. Na gut. Oh, Gott sei Dank. Immer dieses... Eieiei. Nein, das geht hier nicht. Wie komme ich denn jetzt rüber? Ohne, dass ich jetzt hier andauernd abnippel. Okay. Ja, okay. Einmal... Nein, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Ach, nö. Boah, jetzt seht ihr mich hier gerade die ganze Zeit sterben. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Meine Güte. Entweder springe ich zu weit oder gar nicht. Ja. Wenn du mich mal... Oh.
So. Ah, jetzt. Puh, okay, das war schon mal gut. Bis wohin kommt es? Okay. Na, hoi, hoi, hoi. Kann der mal aufhören? Oh, wartet. Oh, ja, 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 puh. Ach du Jemine, hier ist alles voll. Hallo. Eieieiei. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gibt's ja gar nicht. Ach. Okay, der geht wieder ran. My name is Twinson. Does that sound familiar to you? I can't believe it. You left Citadel after all. We'll find Luna. Funfrock, where is my sister?